Im Odenwald haben Michael und Julie mit der Vermittlung eines Oldtimers leider kaum Plus gemacht. Doch der Assistent des Sammlers darf ihnen weitere Wagen zeigen. Und Julie hofft auf ein Schnäppchen. Okay, we're going to look at the other cars. And maybe there's one that I could buy, maybe. But you know Michael's gonna try to beat me out of it. What the heck? Die Sammlung von Michaels Geschäftspartner kann sich sehen lassen. Zahlreiche amerikanische Klassiker aus den 20er bis 60er Jahren stehen hier. This car my brother got married in 30 years ago. Is he still married? No. An dem zeitlos eleganten Cadillac wird das wohl eher weniger gelegen haben. I mean, I've never seen cars this nice. Maybe for the first time, I'm speechless. Und damit hat Julie wohl auch keine Argumente, den Preis runterzuhandeln. Oh my gosh. This is an automatic. Ein letzter, verzweifelter Versuch. This is what I think. I'm just thinking that maybe, you know, you could have more room if this were gone. I feel like this option should be really considered. Das ist natürlich einfach ein Kunstwerk. Das kann man gar nicht in so einen Zustand bringen. Wenn du das in so einen Zustand bringen willst, das kostet so viel wie ein ganzes Haus. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich bleibt damit auch der Preis. Wie Julie sich schweren Herzens eingestehen muss. None of those cars were cars that my current clients are interested in, and I would have been interested in a lot of them, but without selling my soul or body parts, there's no way that I was going to be able to buy one of those. Als Händler möchtest du natürlich kaufen und verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Und wenn du jetzt so Unmengen ganz, ganz teure Autos kaufst, um die dann beheizt lagern zu müssen, damit du vielleicht dann jemand findest, der dir die teure abkauft und du die ganze Zeit diese Kapitalbelastung hast, dann ist das einfach falsch. Jetzt Papierkrams. Papierkram und eine Tasse Kaffee. Die Julie braucht bestimmt wieder Wasser. Julie! Kein Schnäppchen für Julie, aber dafür schlägt Michael zu. Zwar nicht beim Cadillac, dafür aber bei dem 48er Buick Cabriolet. Ein Kauf ohne zu handeln. Bei den Morlocks fast so selten wie der Oldtimer selbst. The condition of the car was too good for me when Michael bought it. But I knew because Michael was buying it, well, it wouldn't stay that way. Ich meine, das ist natürlich ein richtig teures Fahrzeug, ne? Es darf jetzt einfach nichts schieflaufen. Das Auto ist super, wir haben super Wetter. Ich glaube, wir werden einen coolen Tag haben. Vor allem Julie, die das Schmuckstück 200 Kilometer zurückfahren darf. Get in Cockins, deinen Popo. Smooth, ja? So nice. Ganz wichtig ist natürlich, dass auf dieser Fahrt nach Hause gar nichts schief läuft und nicht irgendein Vollidiot mit einem 600-Euro-Golf besoffen in die Seitenwand bügelt. Weil der Typ hat die Versicherung sowieso nicht bezahlt. Und die Seitenwand gibt's nicht, dann ist das Drama groß. Vielleicht verliert der Kunde die Lust an dem Auto, weil jetzt hat es ja einen Unfall. Und dann habe ich das Auto bei mir. Und dafür habe ich gar keinen Platz und auch gar keine Zeit. Tschüss! Bye, tschüss! Auf geht's durchs Dorf Richtung Petersla. Sehen und gesehen werden ist das Motto. Oh, shit. You're making a really weird face. Really? Yeah? Die Schaltgetriebe, die es damals gab, die sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Schaltgetrieben, die es heute gibt. Ich bin aber der Meinung, dass wenn du dich da richtig dämlich zu anstellst, dass du das dann auch kaputt machen kannst. Klar. Just go. No, just go. Don't break it.
Just go, leave it. Come, I'm end. Not trying to break it. Yeah, you braked it. Katastrophe. Es gibt ja ganz wenig Frauen, die sich überhaupt mit Autos von vor 1960 beschäftigen. Und es gibt auch ganz, ganz wenig Autos vor 1960 mit Schaltgetriebe, die noch fahren. Und das Ganze gibt sowieso ganz wenig. Und deswegen gibt es fast keinen mehr, das überhaupt noch kann. Und natürlich gibt es von denen noch viel weniger Frauen, die das können, weil das eigentlich gar keiner mehr macht. I think that someone could be male or female or a mixture of the two and be a good driver or a bad driver. But also to be a good driver, you have to be bisschen verrückt. And that's true. So you can't downshift in it? Why? Yeah, you can't. Wow, I learned to drive on one of these. I explained you, but you just have to open up. If you go 30 and you want to shift down, you have to depress the clutch, pull the gear out, release the clutch, accelerate so high like the input shaft will run in the lower gear, depress the clutch and pull the gear in. Oh. And release. I don't like backseat drivers, and I don't care if they're a man or a woman. Michael, you want to drive and show me how to downshift? I think you should. I just don't like to be bossed around. Doesn't matter if it's a man or a woman. Either way. Von diesem Mann lässt Julie sich aber nur allzu gerne etwas sagen. Allerdings auch nur, weil sie den angespannten Morlock-Chef auf dem Beifahrersitz wohl nicht länger ertragen kann. If you ask Michael where the problem was while I was driving, he would say for sure, the problem is die Frau, nicht die Auto. Vielleicht war das Problem doch nicht die Frau am Steuer. But then Michael was driving and he had the same problem, even worse than I did. If you asked him the same question after he drove it, it would be, well, the problem is mit die Auto, haben Sie, blah, blah, blah. Natürlich. That sounds good. Sounds like you're doing it better than I did. You know what, you're such a thing, you know? Well, when I did that, you said, don't break it. Let's just boil this down to, don't let Michael or I, either one, drive your car, okay? If we ask, just say no, just say no. Die Schaltung kriegt Michael vorerst nicht kaputt, aber er traut dem Braten nicht. Something has to break, because normally at least the fucking pump doesn't have to work. What a nice drive. Thank you. What a good idea. Yeah. Bis auf gelegentliche Getriebeaussetzer, die natürlich nichts mit Michaels Fahrkünsten zu tun haben, verlaufen die nächsten Kilometer problemlos. Doch kurz vor dem Ziel. What? That doesn't sound good. Why? Why it doesn't sound good? Auf Julies Gehör ist Verlass. Leider. What the fuck? Neutral. And then just push on the gas. I know. You gotta be kidding. What? Das glaubst du nicht, ne? Das ist jetzt gefahren bis hierhin ohne eine Schwierigkeit. Broke it. Just like I said he would. Ja, ich hab mich verschaltet und hab die Kiste abgewürgt. Das ist ziemlich peinlich,
Und als Autohändler und Schrauber ist das natürlich nicht nur ziemlich peinlich, sondern ist das super peinlich. Das Schlimme ist, er wollte dann auch einfach nicht mehr anspringen. Und das mitten auf der Abbiegung in Richtung Hof. Aber was noch viel peinlicher ist, Michael muss seine Morlocks um Hilfe bitten. Wir stehen unten an der Hauptstraße. Die Kiste ist ausgegangen, geht nicht mehr an. Das glaubt kein Mensch. Gott. Michael und Julie haben recht behalten. Ein reibungsloser Deal existiert im Morlock-Universum scheinbar nicht. Das fördert immerhin die Problemlösungsfähigkeiten. No, there's fuel. Die einfachste Lösung ist es schon mal nicht. Dann hilft nur noch eins: Abschleppen. Und darin hat man hier Erfahrung. Everybody thinks that we just make this up. But we don't. We don't have to. Our luck is that bad. Is this running even? Ach, no keys. Ich glaube, das ist der Willkommensgruß der anderen Fahrzeuge. Sagt, so, du meinst, du bist schön und sexy? Da wird nichts draus. Nicht schön, aber stark. Und fahrtüchtig. Mit dem K30 soll Julie den Oldtimer jetzt auf den Hof schleppen. Komm, Björn! Walter hat inzwischen nämlich einen Plan, wie er den Buick wieder zum Laufen bringen will. Ich höre, wenn ich mal kurz anziehst, das Auto hat der Schall getrieben, dass er vielleicht kommt, wenn er sich verschluckt hat. Pass mal auf, weißt du, was ideal wäre? Ich wäre der Chef, sitze in einem Café, trinke Kaffee und liest irgendeine Zeitung und berate mich mit der Welt, welche unglaublichen Probleme es in der Mode gibt, im Wetter und in kulinarischen Genüssen. Und ich muss gar nicht in Petersla sein und immer derjenige sein, der alles, jedes Kabel immer besser weiß, weil meine anderen Jungs das halt nicht können. Also wenn einer auf die Idee kommt, die Karre anzuschleppen, wäre das doch super. So, you pull me. Easy. I try to start it by rope. Okay? Okay. Der Motor streikt, nachdem Michael ihn abgewürgt hat. Durch das Anschleppen wollen sie ihn wenigstens bis hoch auf den Hof befördern. Er fährt. Das hat nur Julie noch nicht mitbekommen. What are you doing? Walter versucht doch nur, sie zum Anhalten zu bewegen. Der Chef und sein Oldtimer schaffen es die letzten Meter nämlich selbst ins Ziel. Ich meine, die Kiste hat jetzt, keine Ahnung, 8 Jahre da in dieser Halle gestanden. Irgendein Fussel im Vergaser. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was war. Keine Ahnung, was war. Das ist schon was, ne? Nice knowing you. I hope he doesn't break you. He's gonna break it. Besser nicht. Immerhin wartet der Kunde schon darauf. Das Fazit ist natürlich no risk, no fun. Wenn du so ein Fahrzeug kaufst mit so einer hauchdünn kalkulierten Marge, dann muss auch alles glatt gehen, weil sonst wird's halt schlecht. Wir hatten ein Riesenglück, das Auto ist durchgehalten. Die Fahrt mit dem Ding nach Hause war natürlich was nie wieder Wiederholbares und so wirklich toll. Und ich habe einen Hauch Geld verdient. Es war ein guter Tag.